nämlich als Nizzi im Erzgebirge. Ja, bitte klatscht nicht so heftig, sonst kommt die ganze schlechte Luft hier hoch. Überraschenderweise erscheinen die beiden heute. Liebe Leute, ein Begängnis Stars und Sternchen hier in unserem Saloon am laufenden Band. Ein Who is Who der Kneipenszene, fast wieder wie bei der Verleihung der goldenen Henne. Und wen haben wir nicht alles gesehen, zum Beispiel mit ihrem Lidl Stand By Your Man, die knackige, die liebreizende, die unheimlich sexy Dreischaune Heike Makatsch. Sie konnte heute leider nicht kommen, aber das Lied in der Urversion mit der abgetakelten, ausgeleierten und total verbrauchten Tammy Wynette, was so viel heißt wie Tampon, warum nicht? It's hard to be a woman.
lebt, ist tot. Und ich werde oft gefragt, warum ich ständig diesen Kotzbein in der Fresse habe. Nun, die Zigarre zwingt mich, durch die Nase zu sprechen. Und das verleiht meiner Stimme diesen männlichen Klang. Und nicht in Hollywood. Nein, nicht in Hollywood. Wo ist denn dein Kumpel, der versoffene Honny? Versoffene Honny, wo soll er sein? Er sucht einen Platz, wo es Bier gibt. Yeah.
doppelpessimärisches Mikroskop. Das ist jetzt sehr überraschend, Leute, Fuchs. Das hätte ich nicht gedacht. Ich muss leider vorstellen, Mr. Lothar Zappa. In Kinderkreisen nennt man ihn einfach nur Zappa Lot. Oh. Lothar, sahst du schon immer so aus? Ja, ich war als Kind sehr hässlich. Ich sollte auf ein Poster für eine Kampagne zur Empfängnisverhütung. Ja, Lothar, da müssen dich ja deine Eltern sehr, sehr lieb gehabt haben. Ja, und sie haben gut auf mich aufgepasst. Sie schlossen immer Wetten ab, wenn ich über die Straße ging. Schön siehst du aus, Lothar. Hast du noch andere Klamotten? Ja. Meine Eltern haben gesagt, warum nimmst du denn nicht Opas-Sachen? Opas-Sachen, ja. Also, da habe ich eine Schaufel. Ja, eine. Kannst du außer Schaufeln und blöd aussehen noch was anderes? Ja, ich habe mit 3 Jahren schon schwimmen gelernt. Es war ganz leicht. Am schwierigsten war, aus dem Sack rauszukommen. Oh Gott! Lothar, Zappa-Lot, was ist das für ein Name? Das ist ein Scheißname. Deshalb habe ich mich ab meinem 14. Lebensjahr Sloopy genannt. Und man hat ein Lied geschrieben. Ein Lied geschrieben? Ja, über mich. Über Sloopy.